Der finale Tag. Heute entscheidet sich die Zukunft der Wittekindsquelle. Letzter Tag in Bad Oeynhausen, großes Finale in der Wittekindsquelle. Und das bedeutet Testessen und Barbecue-Party. Hoffentlich macht das Wetter mit. Moin. Moin. Hallo. Hallo, Chefin. Na, wie geht's? Sehr gut. Hi. Läuft? Jo. Sieht schön aus. Der Außenbereich war vorher ungepflegt und dunkel. Heute strahlt er durch moderne Stühle und helle Deko in neuem Glanz. Auch der Teich wurde verschönert und ordentlich neu begrünt. Jetzt wirkt der Außenbereich wie aus einem Guss. Und die alte Außenküche hat sich zur schicken Grillstation gewandelt. In der Küche sind Jörg und Tim fast fertig mit ihren hausgemachten Bratwürsten. Oh! Ah. Sind das deine Würstchen? Stark. Welche Wurst soll ich hier probieren? Mhm. Also riechen tut sie. Fantastisch. Absolute Spitze. Danke. Das sind Sachen, das muss gelebt werden. Weil dafür zerreißen sich die Leute, sowas zu essen. Sowas kann man nicht kaufen. Sowas kann man nicht kaufen. Oder? Nirgendwo. Planung für heute. Wir haben jetzt noch 4,5 Stunden. Mhm. Steffen? Also mein Käse ist vorbereitet, muss nur à la minute fertig gemacht werden. Mhm. Wir decken jetzt gleich oben ein. Mhm. Theke steht, ist aufgefüllt, alles angeschlossen, alles kontrolliert. Mitarbeiter sind eingenordet? Ja. Gut. Dankeschön. Die Vorbereitungen laufen besser als erwartet. Habe ich noch nie gehabt. Noch nie gehabt, dass ich in so einen Betrieb gehe, der mich ruft und Probleme hat, aber der von der Grundsubstanz so profund ist. Also, na, da wird gearbeitet, da wird Gas gegeben, da entsteht Energie und leckeres Essen. Und die Bratwürstchen. In der Küche arbeiten alle auf Hochtouren. Es sieht gut aus. Kürbissuppe. Aber nicht alles ist zur Zufriedenheit des Sternekochs. Wer hat den Lex bearbeitet? Ich. Ja, aber was ist das? Ich habe den runtergeschnitten. Ja, aber so schneidet man noch keinen Lachs. Hast du noch mehr da oder war das alles? Das war alles. Und das soll dann eine Portion sein? 100 Gramm bis 100. Das ist doch keine 100 Gramm. Das sind 70 Gramm. Hol die Waage, ich zeig's dir. Kein Koch der Welt schneidet so Lachs wirklich nicht. Ich hab gerade extra noch mal gefragt. Und dann ist er jetzt hier bei 19, das ist anders 80 Gramm. Gib mal bitte die Alufolie, meine Liebe, ja? Das war peinlich. Scheitert das Testessen an Tims Fauxpas? Sowas halt nicht zu können, was eigentlich regulär normal ist. Wie viele Portionen sind das? Wie viele Stücke sind das? 55. Aber wir brauchen nur 40. Du kannst doch nicht einfach dahin schneiden, ohne zu kalkulieren und ohne zu rechnen. Das ist schlampig. Ja. Das ist einfach nur schlampig. Jetzt kann nur noch der Sternekoch helfen. So, zuerst Olivenöl. Kann er den Fisch noch retten? Was ist das hier? Gewürz. Das ist kein Witz, ich brauche nur Salz und Pfeffer und nicht so einen Schrott hier. Salz und Pfeffer ist schon drauf. Wo denn? Da ist kein Salz und Pfeffer drauf. Hier, da ist überall, ja, von oben. Ja, aber von oben. Von oben. Du bist. Ich habe vorhin extra noch mal ganz. Du musst doch nicht immer fragen. Du weißt doch deine Sachen wohl selber. Du weißt doch wohl, wie man ordentlich Fisch würzt, wie man sich das ordentlich aufarbeitet. Ja, das ist einfach der letzte Dreck, ist das, Tim. Das ist der letzte Scheiß. Na, wie gut. Gut. Rauchst du? Ja, ich rauche. Dann geh dir mal lieber eine rauchen jetzt. Nobody, wanna be somebody.
Nur mit einem gelungenen Testessen hat die Wittekinsquelle noch eine Chance. Und dafür müssen alle ihr Bestes geben. Auch Küchenchef Tim. Frank, ich habe für morgen noch Lachs da. Sollen wir den erst nehmen? Was hast du denn morgen für einen Lachs? Auch Saiten, die wir eben geholt haben. Das ist im Grunde das Gleiche. Du musst nur dann morgen anderthalb Stücke pro Dings nehmen, ne? Und musst das hier eben abschneiden. Alles, ne? Das können wir dann heute Abend nach Feierabend machen. Gut, dann holen wir den mal. Bitte. Alter Schwede, wir fangen jetzt mal ganz von vorne an, ey. Hol mir bitte den Tim, damit ich ihm das einmal zeigen kann. Tim? Oh. Bitte nicht lassen. Ich hätte ihn nach Hause geschickt. Ist einfach hier von der Wirbelsäule. Ja. Diesen Strang einfach hier zu entfernen. Gräten sind schon gezogen. Das hat hier der Lieferant schon gemacht. Das finde ich natürlich auch mega. Wir schneiden den hier gerade. Auch für morgen so. Und dann zählen wir erstmal. Eins. Zwei. Und das ist deine Portion. Salz, Pfeffer und dann die Chefin, machst du noch eine Seite so und dann reicht das auch. Und das bitte sofort in der Molle, Eis drauf und weg. Okay? Ein kulinarischer Erstklässler. Du kümmerst dich weiterhin um die Tische, um das Besteck. Ich kümmere mich schon mal an die Aperitifs, um die Aperitif. Okay. Bobo hingegen hat die Zügel fest in der Hand. Das Outfit, was der Service heute trägt, ist legerer, lockerer, so dass wir zu den Gästen und die Gäste auch zu uns passen und nicht aussehen wie Pinguine. Dann ist es soweit. Die Testesser kommen. Hallo, guten Tag. Hier. Hallo, Maus. Kann die Wittekinsquelle heute endlich bei ihren Gästen punkten? Zum Auftakt gibt es einen Aperitif auf der neu gestalteten Terrasse. Es scheint ja hier draußen heute was zu werden, ne? Also es wirkt alles wesentlich freundlicher. Macht einen guten ersten Eindruck, auf jeden Fall. Doch. Einen guten Eindruck macht auch Eventmanagerin Bobo. Erstmal möchte ich mich herzlich bedanken für die Testesser, dass sie noch mal gekommen sind und uns eine neue Chance gegeben haben, etwas besser machen zu können. Auch natürlich danke für die eingeladenen Gäste, dass sie erschienen sind. Wir möchten Ihnen hier dann den neuen Biergarten präsentieren oder erneuert. Sie dürfen gerne gleich auch rumgehen, alles sich anschauen, Fragen stellen. Wir beantworten die sehr gerne. Erstmal vielen lieben Dank, dass alle gekommen sind. Super. Wir sind eingeladen worden von der Familie Schäfer hier und weil wir schon länger zusammenarbeiten, beruflich ein bisschen was zusammentun und ich glaube, sein Traum ist in Erfüllung gegangen, dass endlich hier alles fertig ist. Ja, das denke ich mal, ist sicherlich auch mal für eine Feier zeitnah vielleicht mal zu nutzen hier. Ne? An der neuen Grillstation haben Tim und Jörg alles im Griff. So, zack. Super. So ist das super. Die beiden Köche wollen mit einer mediterranen Gemüsepfanne und einem saftigen Stück Roastbeef punkten. So, und jetzt brauchen wir ein Brett zum Schneiden. Und dann muss der Lachs da rein. Während der Lachs im Grill gart, gibt es als Vorspeise eine Kürbissuppe. Wie kommt sie bei den Testessern an? War lecker, ja. Suppe ist jetzt nicht so unbedingt meins, aber war gut. Und zu den Shrimps im Glas kein Vergleich. Wenn jemand vegetarisch möchte. Ja, habe ich schon. Auch da. Mediterranes Gemüse? Hallöchen. Einmal, ja. Einmal? Gerne. Die Grillstation soll in Zukunft ein fester Bestandteil des Restaurants werden. Und im Sommer viel mehr Gäste in die Wittekinsquelle locken. Ja. Wie gefällt dir das hier? Barbecue, Fändchen, schön Wetter,
aufgeräumt. Hey Jane. Ja. Vor allem die Tische sind zwar eingedeckt. Ja. Also, die Decken. Ja. Das war ja immer schön. Ja. Das Decken schön. Die Pfanne. Ja. Das Auge. Gemüse, wie man sieht, es sieht richtig toll lecker aus. Ich wünsche Ihnen guten Appetit, ne? Dankeschön. Bitteschön. Jetzt muss nur noch der Geschmack überzeugen. Sehr gut. Der Garpunkt ist sehr gut getroffen von dem Fleisch. Und wie mundet der Lachs? Der Fisch ist wirklich sehr lecker, auch mit dem Gemüse zusammen. Also mir gefällt es sehr gut. Haben wir sehr gut gekocht, muss man sagen. Schön durch, schön heiß, gut gewürzt. Ich denke, hier kann man öfter mal essen gehen. Ja. Die Zeiten von schwerer, in die Jahre gekommener Küche sind endlich vorbei. Wir haben uns für einen Käsekuchen entschieden, weil uns jemand gesagt hat, wir müssen authentisch sein. Und Käsekuchen ist für uns authentischer, als jetzt was Spanisches oder Italienisches dazwischen zu bringen. Und deswegen. So, einmal zählen. 4, 8. Frisch geriebene Schokostreusel und ein Klecks Sahne machen Jörgs Käsekuchen perfekt. Ausgemachter Käsekuchen mit Erdbeeren, marinierten Erdbeeren und Eierlikörsahne. Das klingt ja spannend. Hervorragend. Und wie schmeckt die neue Nachspeise? Also ich muss sagen, es hat noch eine Steigerung gegeben zum Montag. Also ich bin begeistert. Aber zeigt sich die Begeisterung auch im finalen Urteil der Testesser? Hallöchen. So, hi. Jetzt geht's ums Bewerten. Also, ja, Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, Ambiente und Service. Maximal 10 Punkte. Kapiert? Mhm. Alles klar. Jetzt geht es um alles. Konnte das Team der Wittekindsquelle die Testesser von ihrer Neuausrichtung überzeugen? Wird das finale Testessen ein Erfolg? Jörg. Jörg, du hast mich gerufen. Große Probleme. Kohle stimmt nicht. Und dieses große Projekt hier zu betreiben, in der heutigen Zeit, nicht einfach. Aber du hast es trotzdem mit deiner Frau gemacht, weil deine Frau und du, ihr liebt die Gastronomie. Ihr seid Gastronomie verrückt und Herz und Seele hängen an diesem Beruf. Ihr habt beim ersten Testessen von möglichen 50 Punkten 33 Punkte bekommen. Ich fand's nicht so stark. Ich fand's schrecklich. Ihr habt heute ein tolles Teamwork gezeigt. An der einen oder anderen Stelle hat's noch gehapert. Am Ende des Tages war die Qualität gut. Ihr habt nämlich von 50 möglichen Punkten 43 bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ein sehr gutes Ergebnis. Bärbel und Jörg sind sichtlich erleichtert. Besonders die neue frische Küche wurde großzügig belohnt. Und ich möchte einfach mal hier auch sagen, dass die Bobo also ein richtiger Rohdiamant ist. Du gehörst hierhin und du bist die nächste Generation und du bist eine tolle Gastronomin. Herzlichen Glückwunsch und ich bin froh, dass ich dich kennengelernt habe. Auch wir beide möchten uns bedanken bei dir. Es war einfach nur toll, wie wir beide die Woche zumindest den Service gewuppt haben. Ich hoffe, dass wir weiter so zusammenarbeiten. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Frank Rosins Besuch hat sich wirklich gelohnt. Jetzt stehen alle Weichen auf Erfolg. Schönen Sommer. Bis dann. Ich kann da gar nicht, so viel Danke kann ich gar nicht sagen. Das war eine Woche für uns. Ich weiß gar nicht, wo ich diese Motivation hernehmen soll oder hinstecken soll, die wir jetzt in einer Woche erfahren haben. Also, habt ihr gesehen? Sie haben alles gegeben. Aber das müssen sie auch, sonst werden sie das hier in Zukunft nicht schaffen. Ich wünsche ihnen dabei alles Gute. Ich habe jetzt eine Torte und Kaffee und ein paar Pluspunkte zu Hause.